Ja, hallo lieben Christian Schemmeier, Pater Rott, Diplompsychologe und so weiter. Und wir hatten ja schon ab und zu mal, hatte ich mal was gesagt über Cora Schumacher, wahrscheinlich auch im Rahmen von Trash-TV oder ich weiß nicht, was da alles war immer. Deswegen bleibe mal ganz gerne an den Themen dran. Da gibt es natürlich jetzt wieder einen neuen Dreh, nachdem Ralf Schumacher halt sein Coming-out hatte und das erste Riesendrama gab, haben wir jetzt also den Sohn, den David Schumacher, und ich habe hier mal einfach mal so randommäßig so einen der Online-Artikel rausgesucht, verlinke ich ja auch drunter. Muss ich gerade mal gucken, ist Theo Online, ja genau. Einfach mal, wahrscheinlich kennt ihr den Fall, aber also, genau, Cora Schumacher wetterte in den vergangenen Wochen öffentlich gegen Ralf Schumacher, nachdem der ehemalige Formel-1-Rennfahrer ein Coming-out auf Instagram gefeiert hatte. Sehr angespanntes Verhältnis. Ja, angespannt war das Verhältnis ja nicht. Also ich weiß noch so, ich glaube, es war in der Corona-Zeit, da war ja dieser Club der guten Laune, diese unsägliche Reality-Show, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, in so einer Show, wo man das Gefühl hat, ist ja noch alles in Ordnung. Da war ja auch kein Terz mit Ralf Schumacher. Ich vermute auch mal, aber es sind nur Vermutungen, also nach diesem Auftritt im Dschungelcamp dann, wo sie eigentlich immer irgendwas sagen wollte, aber nicht gesagt hat, dass sie sicherlich auch Auflagen hat, dass sie eben nicht über das Privatleben reden darf von den Schumachers. Was sie vielleicht, haben wir den Eindruck hat, wie gesagt, gern gemacht hätte. Genau, das war ja dann auch, dann ist sie ja auch unter komischen Umständen da raus aus dem Sommercamp und dann kam, wie gesagt, diese Coming-out-Geschichte, wo ich, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich habe auch nochmal andere Artikel gelesen von NTV, wo man das Gefühl hat, naja, also vielleicht holen wir uns den auch nochmal raus, wo man das Gefühl hat, vielleicht, was ich mir auch nicht anders vorstellen kann, dass sie jetzt vielleicht doch schon wusste, dass das vielleicht, dass er vielleicht schwul ist, ja. Oder bisexuell, wir wissen es nicht. Aber da gucken wir uns da auch nochmal rein. Also da haben wir, hier hat sich Cora Schumacher verplappert, NTV-Artikel verlinke ich auch. Cora und Schumacher waren bis 2015 verheiratet. Zum Zeitpunkt der Scheidung war sie schon 6 Jahre getrennt. Zusammen haben sie den Sohn David, 22-jährig, ist im Beruf in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Genau, er kommt mit dem gemeinsamen Nachnamen. Den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Sie wollen erstmal ausgleichen, was er mir aufgebuddelt hat. Also als wenn sie da nicht genug von profitiert hat, von der Beziehung, ich weiß es nicht. Rechtsanwaltskosten, damit ich niemandem erzähle, dass ich bis zum Ende der Ehe herausgefunden habe, dass die Donau keine Insel ist. Also da sehen wir ja dieses, dass sie wahrscheinlich, dass er Auflagen hat, was ja auch nicht verständlich ist, muss ich wirklich sagen. Und dass er die ganze Zeit über schwul war und ich nicht eine in der Mütze hatte, fügte sie zu der Erklärung hinzu. Also da kommt ja jetzt raus, dass ich es doch schon ewig wusste, ne? Was ja auch, wie gesagt, total naheliegend ist, ne? Gut. Also gehen wir mal wieder zurück zum ersten Artikel. Die 47-Jährige hatte sich nun mehrmals geäußert, dass sie keinen Kontakt mehr hätten und bezieht auch ihre Sohnstellung und rechnet mit ihr ab. Eigentlich habe er sich zu familiären Angelegenheiten nicht äußern wollen, da sie in der Öffentlichkeit nicht zu suchen hätten. Absolut, sehe ich auch so. Genau. Erklärt David Schumacher in einer Instagram-Story, seine Mutter bekommt das aber nicht geregelt. Ja, absolut. Also man hatte den Eindruck, dass sie immer wieder versucht, in die Öffentlichkeit zu geraten, Content zu produzieren, Aufmerksamkeit zu produzieren. Dann hat sie einen OnlyFans-Account, was vielleicht auch, können wir vorstellen, Kinder nicht so toll finden, dann geht sie ja wieder raus aus dem OnlyFans-Account. Immer ist irgendwas Neues, dann, weiß ich nicht, postet sie teilweise auch, glaube ich, ein bisschen weirde Stories, wo man wieder fragt, was soll das jetzt wieder? Und naja, und die Vorwürfe von David Schumacher sind schon heftig. Das sind natürlich jetzt aus unserer Sicht alles Mutmaßungen, wir wissen nicht, was passiert ist, immer das Gleiche, ne? Behauptet David Schumacher, ohne Belege vorzulegen, weiter berichtet er, naja, jetzt kommen halt diese ganzen Sachen, ne, die ich will jetzt auch nicht alle vorlesen, die jetzt echt harte Vorwürfe gegen seine Schumacher, also gegen seine Mutter, die sie als irgendwie labil das erscheinen lassen und auch, dass mit ihr halt kein Auskommen ist, wenn dessen halt sein Vater immer alles getan habe, damit sein Sohn eine gute Beziehung zu Cora Schumacher habe. Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich doch noch eine Chance geben soll. Er habe seine Mutter mehrmals Chance zur Versöhnung gegeben. Leider hat es nie geklappt, weil sie immer wieder in ein mentales Tief gefallen und wieder komplett ausgeflippt ist.
Ja, dass Cora Schumacher in den vergangenen Wochen gegen ihren Ex-Mann Ralf Schumacher austeilt, empfindet ihr Sohn als absolute Frechheit. Meine Eltern sind als 9 Jahren geschieden. Lass uns doch endlich in Ruhe unser Leben leben. Wir lassen dich auch in Ruhe. Kann ich total nachvollziehen. Ja, wie stellt sich das jetzt hier dar, das Ganze? Also wirkt natürlich wie so eine irgendwie toxische Familiendynamik und wirkt, das sind jetzt aber alles nur Mutmaßungen, aus meiner Sicht auch so, ja, dass sie immer wieder versucht, diese Ehe zu kapitalisieren, dann spielt sie ja mit dem Gedanken, den Nachnamen abzulegen, legt ihn aber doch nicht ab und das wirkt halt alles so wie jemand, der immer wieder versucht, so im Ruhmfahrwasser weiterzusägen, was halt auch nicht gut ankommt, sage ich mal. Und man fragt sich natürlich, ist hier diese ganze Aufmerksamkeit und Ruhm, ist hier das wichtiger als jetzt, weiß ich nicht, dass die Familie Ruhe findet. Klar, ist halt das Problem. Sie darf natürlich all das machen, was sie machen darf. Aber es ist halt wie immer im Leben, es gibt halt Konsequenzen und das ist offensichtlich, war das jetzt nicht geeignet, den Kontakt zu ihrem Sohn zu verbessern. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn sie da nicht gut drauf ist, dann ist sie nicht gut drauf und sicherlich wünsche ich wirklich keine Mutter der Welt, also ich wünsche wirklich allen Beteiligten nur das Beste und ganz viel Heilung, ganz bestimmt will keine Mutter der Welt schlechte Beziehung zu ihrem Kind haben, ne? Also das muss grausam sein, wenn man auch den Kontakt verliert zum Kind, das ist ein absoluter Horror. Und also da, wie gesagt, tut es mir auch total leid. Andererseits, was ich immer wieder sage, diese Sachen in die Öffentlichkeit zu zerren, ist halt, ich finde das sehr toxisch so, ne? Und dass dann das Kind irgendwann mal sagt, sorry, jetzt ist mal Schluss, ich werde hier falsch dargestellt, also aus meiner Sicht ist die Realität so und so und so, ist eine katastrophale Beziehung zur Mutter, will ich auch nicht mehr und ich will es einfach nicht mehr und ich will auch nicht mal wieder in die Öffentlichkeit gezogen werden. Viele haben jetzt auch den Sohn kritisiert. Also ich kann das verstehen, dass das mal einmal Klartext redet, so was die eigene Wahrheit ist. Und wenn das dann jetzt auch nicht weiter tut, kann ich es verstehen so. Ne? Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, finde ich auch Ralf Schumacher da schwierig, weil warum sucht er jetzt wieder die Öffentlichkeit, ne? Weil er zieht sie ja auch rein, er postet Chatverläufe, glaube ich auch in einem Spiegelinterview über sie geredet, warum macht er da nicht Ruhe, ne? Weil selbst wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt der Schlauere oder ich bin der Stabilere, warum kann er da nicht aufhören, über sie zu reden, weil das triggert das natürlich immer weiter und dann reagiert sie wieder drauf und naja, und jetzt das Ganze noch weiter eskaliert, dass was ich wirklich komplett schwierig finde, dass sie über ihren Anwalt halt so eine Abmahnung geschickt hat, wo gesagt wird, so dass man, das sind ja eh nur Stories gewesen, die der Sohn gepostet hat, dass er das aus dem Internet nehmen soll, ne? Und was dann wiederum der David gepostet hat, ach, jetzt mahnt mich meine Mutter schon ab, so. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe leider Wissen, was ich eigentlich gar nicht haben möchte über Abmahnungen und solche Geschichten. Also jeder, du kannst theoretisch jedem so ein Schreiben schicken, ne? Das hat erstmal keine Bewandtnis, außer dass es die Bewandtnis hat, dass jemand Gelegenheit gegeben wird, sich dazu zu äußern. Und wenn du später mal eine Unterlassungserklärung haben willst, was ja so eine gerichtliche Sache ist, muss es halt vorher eine Abmahnung gegeben haben, so, ne? Also man muss dieser Person Gelegenheit gegeben haben, sich zu äußern zu dem, was halt in der Abmahnung steht. Aber so wahnsinnig viel stand da auch, glaube ich, gar nicht drin. Und also im Grunde genommen muss man halt darauf gehen, dass es alles nicht wahr ist, so, ne? Wie gesagt, wir wissen es nicht. Und soweit ich weiß, aber ich bin jetzt auch kein Jurist, aber ist das so ein persönlichen Auseinandersetzungen, wenn man so seine Meinung äußert, wie Sachen waren, sind die Hürden, glaube ich, relativ hoch. Und wie gesagt, solange es nicht vor Gericht geht und auch sich ein Gericht damit beschäftigt und sagt, ja, das ist eine gerechtfertigte Abmahnung, gerechtfertigte Unterlassung, hat es halt auch nicht viel Bestand. Und wenn man damit vor Gericht geht, musst du halt auch eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Du musst eine eidesstattliche Erklärung abgeben, also Cora Schumacher in dem Fall, die sagt, dass das alles nicht wahr ist. So. Und solange das nicht passiert ist, ja, und man so ein Ding auch nicht abgibt, ja, lass ich jetzt mal so stehen.
Und dem eigenen Sohn sowas zu schicken, würde ich mich als Sohn, glaube ich, noch bestätigter fühlen, dass dass es vielleicht richtig war, keinen Kontakt zu haben, sage ich jetzt mal, ne? Weil das ist schon echt ein dickes Ding, ne? Das ist also, finde ich, auch super ungeschickt. Das ist, weil natürlich haben Kinder vielleicht manchmal eine Wahrheit, die nicht der eigenen entspricht. Das ist auch total okay. Und da hätte man sicherlich, hätte sie da meinetwegen in Storys auf eingehen können, ja, ist nicht meine Wahrheit, tut mir auch leid, wenn mein Sohn verletzt ist und wenn das seine Wahrheit ist, aber ich habe das ganz anders erlebt. Also hätte sie, glaube ich, viel geschickter machen können und gleichzeitig deutlich machen können, ich sehe es nicht so, wie mein Sohn das jetzt sieht. Und so kommt sie jetzt halt noch mehr rüber als so die kalte Mutter, was sie bestimmt jetzt nicht nur ist. Oder die ungeschickte Mutter oder was, weiß nicht, was ihr dazu denkt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber was sieht natürlich super schlecht aus und klar, jetzt könnte man auch sagen, warum geht der Sohn in die Öffentlichkeit, aber na, vielleicht hat er einfach die Schnauze voll gehabt, ne, dass mal über ihn geredet wird. Also ja, was kann man da machen? Also wie gesagt, grundsätzlich sollten eigentlich alle Ex-Eltern, auch wenn sie berühmt sind, ihre Ehe, die Umstände ihrer Ehe, und wie das für den Kindern ist, sollten sie einfach raushalten aus dem Internet. Es sollte einfach, und bisher hat es Ralf Schumacher ja auch gemacht, wo man jetzt plötzlich damit anfängt, über sie zu reden. Ich weiß es nicht, finde ich super ungeschickt. Das war, glaube ich, der bessere Weg. Und ihren Weg, ja, dann soll sie versuchen, anders, weiß ich nicht, durch irgendwelche Leistungen Aufmerksamkeit zu erzielen und nicht nur eben als Frau von, ne, was, glaube ich, super negativ ankommt und was auch, dass man ihr dann auch ein bisschen vorhält, so als Aufmerksamkeitssuche und ja, vielleicht hat sie Probleme, ja, dann muss man vielleicht versuchen, die zu adressieren und das nicht über die Öffentlichkeit zu lösen oder keine Ahnung, da mal wieder einen rauszuhauen und dann noch einen Olli Pocher und ich weiß nicht was. Ist halt auch so, kommt mir vor wie so dieser Dopaminweg, den ich immer wieder beschreibe, so, der glaube ich jetzt nicht so zielführend ist, aber die Öffentlichkeit ist da der ganz falsche Ort, aber dass sich jemand, der sich vielleicht da als Opfer fühlt, wie ihr Sohn offensichtlich dann auch irgendwann mal äußert, muss man eben vielleicht auch zugestehen. Ne? Ja, wir wissen das nicht, was ist, aber grundsätzlich werden, glaube ich, alle beraten, auch vor allen Dingen Ralf Schumacher, da aus der Öffentlichkeit rauszubleiben. Und weil sonst ist es auch ein bisschen hohl, wenn er sagt, lass uns doch endlich in Ruhe, wenn er auch weiter zündelt. Weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Aber ja, die Kinder sind halt echt immer die Leidtragenden, vor allen Dingen, wenn die Eltern dann noch keine Ruhe geben können. Warum kann diese Ehe nicht einfach vorbei sein? Warum kann sie nicht einfach vorbei sein? Warum muss immer wieder darüber geredet werden? Da fragt man sich schon, ist es nicht einfach Aufmerksamkeitssuche? Weil man könnte es ja einfach lassen. Sie müsste nicht drüber reden, er müsste nicht drüber reden, dann bräuchte auch der Sohn nicht drüber zu reden, denke ich mal. Ne? So einfach wäre das vielleicht manchmal und doch so schwer, ne? Scheinbar. Ja, wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Echt ziemlich schmerzhafte Entwicklung, aber Promis sind natürlich, besonders Promis sind vielleicht auch nicht frei von vielen Problemen, sage ich mal, ne? In diesem Sinne, macht die feigen Kurse und haltet eure Spielfläche sauber, dass euch sowas wirklich passiert und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.